Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Rustler. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit der nächsten Hauptquest. So, und dann würde ich mal sagen, Attacke. Was ist da unten los mit den Pferden? Aber gut, schon wieder du? Was willst du? Ich habe gehört, was gestern passiert ist. Nach dir folgen nun Verfolgungsjagden und Explosionen, nicht wahr? Ich brauche keine mitreißende Rede von dir. Geh weg. Was? Hör mal, ein Arsch statt ein Verstand. Dein Freund Herb hatte das halbe Königreich gegen dich mobilisiert. Die Lagerung von illegalem Sprengstoff war keine gute Idee. Alle Straßen zum Turniergelände wimmelt nur noch von Wachen und angeheuerten Schlägern. Du wirst wahrscheinlich ein totes Fleisch enden. Und selbst wenn nicht... Wenn du es nicht bis Mittag auf das Gelände schaffst, gewinnt Herb mit einem Walkover. Scheiß auf mein Leben. Ich kann dir ein paar Waffen geben, aber ich kann dir nicht direkt dabei helfen, durch die Blockaden durchzubrechen. Recht und Gerechtigkeit und all diesen Scheiß. Entschuldigung. Das macht keinen Unterschied. Sie werden mir einfach den Arsch sprengen, sobald ich dort bin. Nicht unbedingt. Mach dir keine Sorgen um deinen kahlen Kleinkopf. Das ist das Einzige, bei dem ich dir helfen kann. Was? Geh einfach und mach das, was du am besten kannst. Wir sehen uns beim Turnier und viel Glück. Ich denke, es ist Zeit, in die Stadt zu gehen. Erreiche rechtzeitig das Turnier. Oh, 5 Minuten Zeit. 3 Köpfe. Moment. Ja, ich renne erstmal zum den Pimp My Ride da unten. Ah, Pimp My Horse, nicht Pimp My Ride. Beeilung. Okay, es ist keine Zeit, mir den Arm abzuhacken. Okay. Okay, ich habe doch keine Zeit. Das heißt, ich muss doch zum Turniergelände. Aber so geht's. Mit Flugblättern. falsch abgebogen. Das ist unser Mann. Schnapp ihn dir. Komm und hol mich. Okay, die Brücke ist offen. Gut, stopp den Mann jetzt. So rum. Okay, einfach nur das Turniergelände rechtzeitig erreichen. Okay, bin ja fast da. Aber keine Zeit. Halt! Bleib genau dort stehen, krimineller Abschaum. Du bist in der Unterzahl und nicht bewaffnet. Lass ihn gehen.
Was, Prinzessin? Ich sagte, lass ihn gehen. Bist du taub, Offizier? Hey, ich wollte nur sagen, das war ziemlich zuvorkommen. Halt die Klappe und töte endlich Hör. Heilige Scheiße, alles klar, ich gehe. Und nun ist die Zeit gekommen, auf die ihr alle gewartet habt, das große Finale. Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Sir Guy gegen Sir Herb. Ich bitte um einen großen Applaus, Leute. Die Regeln sind einfach. Der erste Mann, der stirbt oder ich gebe auf, schreit, verliert. Wer wird als Sieger hervorgehen und das Königreich gewinnen? Wir werden es gleich herausfinden. Du hättest vor langer Zeit sterben sollen, Guy. Ich werde es genießen, dich endlich auszuweiten wie ein scheiße fressendes Schwein? Okay, dass du letztlich auch bist. Lasse deine Worte auch Taten folgen, Arschloch. Gern. Okay, Lanzen stechen. Meine Damen und Herren, die Zeit ist gekommen. Lass uns beginnen. Ach, schon wieder Lanzen stechen. Ja. Ich habe eigentlich keine Lust darauf. Du hast gepunktet, okay. So. Dann nochmal. Und Sir Herb ist unten. Sir Guy ist siegreich. Warte, nein. Sieht so aus, als wäre er nicht einmal in seiner optimalen Form. Sieht so aus, als wäre es Zeit für einen guten altmodischen Nahkampf. Was ist das für ein legendäres aussehendes Schwert, das er gezogen hat? Es sieht auf jeden Fall heftig aus. Fick dich und scheiß auf dieses Turnier. Es ist mir egal. Stelle dich mir wie einen Mannstallbursche. Hallo, bist du sicher, dass das passieren sollte? Also? Lass sie kämpfen! Der König mit seiner Hähnchenkeule. Was ist das? Schlechter Verlierer! Okay, du kämpfst wie ein Kuhbauer. Passend, du kämpfst wie eine Kuh. Oh, verdammt! Was ist denn? Bist du müde? Ich habe keine heilige Handgranate. Für Scheiße, hör ab! Okay, hör auf damit! Yeah.
Frischer dunkler Dampfschuh, macht ihn alle geil. Okay, ich finde die Zuschauer total klasse. Verdammt nochmal. Scheiße, okay. Okay, du bist einfach zu dumm, um richtig zu sterben, oder? Was willst du überhaupt? Guck dich mal an. Ein Stück verdammter menschlicher Müll. Du kannst ja nicht einmal einen Job behalten, schweige denn ein Glück. Hey. Dein Glück ist bald erschöpft, Arschloch. Du gehst direkt in ein flaches Grab. Nach dir. Sag mir geil, wie geht das, Buddy? Ich habe gehört, es ist nicht ganz einfach, mit ein Loch in der Brust zu atmen. Fick dich. So, jetzt habe ich noch den Armbrustschutz noch. Muss ich wirklich alles selber machen? Mach weiter, sag dein Teil, Rustler. Dieser ist für Buddy und all das Alkoholgehalt, das er jetzt niemals zurückgeben wird. Echt jetzt? Das ist dein Einzeiler? Armselig. Weißt du was? Du hast recht. Ich denke, ich bin besser mit Schwertern.
Es ist soweit. Endlich haben wir einen Gewinner. Sir Guy ist der Champion des Turniers. Die Prinzessin und die Hälfte des Königreichs gehören ihm. Friss Scheiße. My Lady! My Lady, ein dringender Brief von Ihrem Sohn. Oh, wie nett. Schade, dass ich nicht lesen kann. Glückwunsch, die Krone gehört dir! Okay, wo bin ich jetzt überhaupt? Ach, hier unten bin ich. Okay. Was haben wir da? Volle Rüstung, okay. Ja. einmal speichern. Mache ich mal einen extra Spielstand. Ja, das war Rustler. Sehr schön, wie ich finde. Ich habe noch 20 Talentpunkte noch zum Verteilen. Was macht die Krone? Das würde mich mal interessieren. Aber warte mal. Okay, 100% Quest-Spielfortschritt 87%. Ja, ich habe den ganzen Nebenkram nicht gemacht halt. Was nicht schlimm ist. Seh, das ist Rustler halt gewesen. Wie soll ich so sagen halt? Grafisch gesehen, es sieht gut aus. Es macht Spaß für einen kleinen Titel, passt. Was noch? Soundtechnisch, ja. Ich mag diese mittelalterliche Flair so sehr. Wir haben die auch gut getroffen mit den ganzen Baden und so. Entweder wenn die halt laut spielen oder einen auf Beatbox machen halt. Sehr gut gelungen halt. Von Umfang her
ist halt ein typischer Open World halt, so so wie die anderen Open World Spiele. Schöne die Hauptquest hat mir sehr gut gefallen halt. Hat auch so einen gewissen schwarzen Humor gehabt, so ein Touch, so mit sehr viel Witz und so, was ich nicht schlecht finde. Es hat einen Lacher gehabt. Es hat hier und da den einen Lacher verursacht, was ich gut finde. Aber wie gesagt, auch die Nebentätigkeit, die hat man auch im Laufe der Hauptquest mal gesehen, hier wie mit Leichen sammeln oder ach, diese MMA-Kämpfe. Was haben wir noch? Pferdediebstahl? Glaube ich auch. Und da gab es einiges halt zu machen. Moment mal. Da muss ich mal gucken einmal. So, Nebentätigkeit, genau. Leichen sammeln. Standing Alive ist diese Krankenwagenmission. Pferderennen, klar, klassisches Pferderennen halt. Gütertransport ist halt, ja, um Güter zu transportieren. Glaub, das habe ich nicht gehabt. Pony Express ist der Kurierdienst. Taxi Guy ist halt die Taximission halt, so wie bei GTA und so halt. So. Man steigt in ein Taxi und dann fährt man quer durch die Gegend, um die Leute zu kutschieren. Und das Via Land ist halt die Pferdedieb-Mission. Ja, an sich auch sehr gut gemacht halt. Es erfüllt so die typische Open World Aufgaben. So. Ganz einfach. Was noch? Was haben wir noch so? So soundtechnisch gemacht, Grafik gemacht, vom Gameplay-Umfang her auch. Ist eigentlich sehr gut bestückt, das Ganze halt. Typische Open-World-Niveau halt. Storytechnisch ist die Idee ist eigentlich witzig gemacht. Von einem Tunix-guten, ja, halt von so einem stümperhaften Pferdedieb zum König. Und was für Hindernisse das Spiel ein hat, oder hier, sag mal schnell. Ah, nicht Hindernis, das klingt ein bisschen doof. Oder wie der Weg dorthin beschrieben wird halt. Pferdedieb zum König ist einfach klasse erzählt. Macht Spaß, macht Laune. Hatte hier und da viele Anspielungen. Sonst, klar, das ist Rustler, halt. Hat mir sehr gut gefallen, das Ganze. Auch, würde ich mal sagen, kann man kaufen. Ich würde jetzt sagen, mal eine kleine Kaufempfehlung. Klar, es hat hier und da, genau. Nicht, dass ich das vergesse, halt so ein paar kleine Bugs und so. Den Soundbug finde ich, wo die Bahn so ein bisschen verzerrt so alles so klingt, so finde ich jetzt nicht so dramatisch halt. Dann hattest du so einen leichten Elektro-Touch halt. Wo ich sagen muss, ja, kann man machen. Aber bei 1, 2, ich glaube bei 3 Questen gab es diesen Schwarzbild, den ich hatte. Wo man erstmal denkt so, Spiel abgestürzt und dann so drückt man einmal den B-Knopf und dann geht es nochmal weiter. Halt, der ist ein bisschen böse überraschend, weil der erste Moment gleich Schwarzbild. Was macht man? Spiel neu starten? Nein, man muss einfach nur den B-Knopf drücken. So. Den müssten die eigentlich noch fixen, noch diesen kleinen Bug. Aber sonst, wie gesagt, sehr solides Spiel, macht Spaß. Ich mag das Intro, mag ich besonders halt, weil es so ein Live-Action-Intro ist. Wie alle Art bei GTA 2 damals. Auf der PlayStation, PC oder Dreamcast. Hat er auch diesen schicken Live-Action-Intro gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen. So das Highlight des Spiels schon direkt am Anfang. Live-Action-Intro. Bäm, fertig. Ansonsten würde ich sagen, Kaufempfehlung. Ich sag mal so, wer Bock auf die GTA-Hommage hat von 1 und 2, den kann ich das ruhig empfehlen. Wer Bock auf schwarzen Humor hat, den kann ich das auch noch ruhig empfehlen, das Spiel, weil, es hebt sich so ein bisschen ab, weil momentan ist das so, momentan hat man ja, wird ja jemand überflutet mit Open-World-Spiele und so, und das ist auch, so aus der Ego-Perspektive oder Third-Person-Ansicht.
Aber hier, da hat man wieder so dieses klassische halt. So, wie lange habe ich überhaupt gebraucht für das Spiel? Das würde mich auch mal interessieren. Also knapp 12 Stunden. Ist okay. 12 Stunden nur für die Hauptquest? Was ich okay finde, ich denke mal mit dem ganzen Nebenkram noch. Ich würde mal sagen, so 14 bis 15 Stunden. Mehr auch nicht. Ist okay, ist eine solide Unterhaltung. Ich kann auch eben noch Punkte noch verteilen. Ich habe 28 Punkte. Okay, ich... 18 Punkte. Da kann ich jede Zeit ein Pferd rufen. Warum nicht? Und dann... Händler rabattieren. 3 Punkte habe ich noch. 3 Punkte habe ich noch. Okay. Ich glaube, 2 Punkte kriege ich noch durch die Hufeisen noch. Und den Rest weiß ich nicht. Ich glaube, durch die Nebenaufgaben. Ah, passt schon. Ah, guck mal. Funktioniert das mit dem Pferderufen? Da hätte ich das früher machen sollen. Aber gut. Das war wie gesagt, Rustler, würde ich mal sagen. An sich, wie gesagt, kurz und knapp erklärt, ein gutes Spiel. Hat hier und da, wie gesagt, so kleine Ecken und Kanten, wo ich sagen muss, halt so die man noch ausmerzen kann noch. Besonders das mit einem schwarzen Bildschirmbug. Halt. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erstes. Was ich nächstes Mal zeigen werde, weiß ich noch nicht, weil das Spiel ist ja praktisch vorbei. Halt, die Nebenaufgaben mache ich jetzt einfach nicht so, weil ist okay. Kann man machen. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil ich habe mich mehr auf die Hauptquest fixiert. Klar, wenn ich noch die Nebenaufgaben noch mache, noch schreckt das noch ein bisschen. Aber ich denke mal, ja, nee. Nebenaufgaben braucht man nicht zu machen. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, oder Nebenaktivitäten, genau. Nebenaktivitäten. Wie Leichen sammeln und so. Hat man ja schon in der Hauptquest gesehen. Witzige Idee, aber ob es wert ist, weiß ich nicht. Ansonsten würde ich mal sagen, wie gesagt, war es das auch wieder fürs Erste. Was ich als Nächstes machen werde, weiß ich noch nicht. Ansonsten, ja. War es das auch fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.